Wenn Sie, vielleicht haben Sie heute die Zeitung gelesen, der scheidende israelische Botschafter hat auf, ich glaube Botschafter war es, auf das Thema Antisemitismus, Aktualität des Antisemitismus hingewiesen und Erscheinungsformen, ja auch, insbesondere auch in Niedersachsen, und zwar nicht nur auf die Vorfälle, die es an der Universität in Hildesheim gegeben hat, die jetzt ja vorläufig sozusagen abgeschlossen sind mit dem Rücktritt oder der Entlassung von der Dekanin, zumindest von ihrem Posten als Dekanin der Universität, sondern viele sozusagen Alltagsbeobachtungen, die unglaublich massiv verbreitet sind von Antisemitismus, weist darauf hin, dass es sozusagen er weiterhin fröhliche Urstände feiert. Also er ist nicht verschwunden und auch die klassischen Formen sind nicht verschwunden. Und es wird eher in den letzten Jahren von einer Zunahme auch wieder gesprochen. So, was ist Antisemitismus? Antisemitische Wahn, das ist jetzt mein Thema. Aktuelle Ansätze zur Psychoanalyse einer sozialen Pathologie. Was sich dahinter verbirgt, werde ich Ihnen hoffentlich gleich erläutern können. Noch ein kleiner Hinweis, ich habe jetzt angefangen bei den drei Vorlesungen, die bis jetzt gelaufen sind, Vorträge oder Aufsätze, die dem zugrunde gelegen haben, immer jeweils einen Text hochzuladen auf StudIP. Also da können Sie auch für diejenigen, die jetzt sozusagen eine Studienleistung erbringen, da können Sie dann jeweils das, was Sie ausgesucht haben, als Text herunterladen und das auch nochmal nachlesen. Der Antisemitismus ist mehr als ein bloßes Vorurteil. Seine psychischen Wurzeln liegen im unbewussten Affekthaushalt und die Hauptantriebskraft antisemitischer Einstellungen und Gewalttaten ist eine subjektiv und kulturell tief sitzende, bis zum Hass steigerbare Feindseligkeit, die letztlich aus einer bestimmten Umwandlung sozialer und persönlicher Ängste entsteht. Daher ist die Irrationalität der Judenfeindschaft ohne den Versuch einer Vermittlung von individuellem und gesellschaftlichem Unbewussten und damit ohne eine Integration der subjekttheoretischen Perspektiven der Psychoanalyse nicht zu verstehen. Zu den wichtigsten Kennzeichen dieser Irrationalität, die alle unterschiedlichen Erscheinungsformen des Antisemitismus miteinander verbinden und ihnen den Charakter einer sozialen Geisteskrankheit verleihen, gehören ihr wahnhafter, insbesondere ihr paranoider Charakter und ein spezifisches, mit starken Affekten aufgeladenes Destruktionspotenzial. Der Vortrag geht jetzt der Frage nach dem Zusammenhang dieser beiden Hauptkennzeichen in drei Schritten nach. Zunächst wird der Einfluss der Projektion, die ich ja schon in verschiedenen anderen Zusammenhängen angeschnitten habe, und des damit verwandten Abwehrmechanismus der projektiven Identifizierung auf die Entstehung antisemitischer Feindbildungen untersucht. Der zweite Abschnitt setzt sich mit den wahrnehmungspsychologischen Grundlagen dieser projektiven Feindbildproduktion auseinander. Und dieser doppelte Zugang mündet schließlich im dritten Teil in eine Diskussion der rätselhaften und weitgehend aber verkannten oder ignorierten normalisierenden Funktion eines kollektiven Wahns. So nenne ich das. Damit zum ersten Teil, also Projektion und projektive Identifizierung. Das Wissen, dass der Antisemitismus irgendetwas mit Projektionen zu tun hat, ist banal und gehört inzwischen fast zum Alltagsbewusstsein. Was aber ist Projektion eigentlich? Und wie aber, so ist genauer zu fragen, funktioniert dieser Projektionsvorgang im Dienste der psychischen Abwehr eigentlich? Was wird dabei abgewehrt? Und aus welchen Gründen, auf welchen Wegen und auf wen projiziert? Hier greife ich das auf und vertiefe es insbesondere unter Bezug auf weitere also das, was ich schon mal referiert habe, insbesondere unter Bezug auf weitere psychoanalytische Konzepte sowie auf einschlägige Erkenntnisse der kritischen Theorie, das, was ich zum Beispiel bereits in der Vorlesung zu Ernst Simmel und zur NS-Täterforschung vorgestellt habe. Für Adorno versteht die Psychoanalyse unter Projektion ganz allgemein eine psychische Operation, durch die das Subjekt, Zitat, eigene Triebregungen, eigenes Unbewusstes und Verdrängtes aus sich ausschließt und an ein anderes Subjekt delegiert oder genauer ausdrückt, diese Regungen auf einen zum Objekt gemachten anderen überträgt, um sie anschließend dort zu lokalisieren und nun verzerrt als reale äußere Gefahr wiederzuerkennen.
Ein Projektionsvorgang ist dann erfolgreich abgeschlossen, wenn es dem Subjekt gelingt, die eigenen inneren Quellen dieses Vorgangs vollkommen zu verschleiern und dem, was nunmehr real geworden scheint, volle Aufmerksamkeit und vollen Glauben zu schenken. Das Ziel dieser projektiven Veräußerlichung eines ursprünglich inneren Vorgangs ist es, unliebsame Tendenzen durch Verfremdung, Transformation und Externalisierung, also Veräußerlichung, so zu behandeln, als ob sie nun eine reale Bedrohung darstellen, die man, wenn kein Entfliehen möglich ist, nun energisch bekämpfen kann. Der archaische Abwehrmechanismus der Projektion dient damit letztlich der Entlastung des Ichs von sozial induzierten, unerträglich gewordenen innerpsychischen Spannungen und den mit ihnen verbundenen Unlusterfahrungen und Ängsten. Das ist wichtig daran zu denken, wenn man heutzutage über die Ängste der Wutbürger redet. Dabei geht es für das Subjekt offenkundig immer darum, etwas nach außen zu werfen, so schreiben es Laplanche-Pontelli im Vokabular der Psychoanalyse, etwas nach außen zu werfen, was in sich selbst zu erkennen oder selbst zu sein, man sich weigert. Der hier erkennbare Projektionsvorgang steht aber in enger Verbindung mit jenem primitiven Abwehrmechanismus, den Melanie Klein als projektive Identifizierung bezeichnet. Nach diesem Konzept werden zerstörerische, als böse empfundene Persönlichkeitsanteile unbewusst isoliert, abgespalten, externalisiert und schließlich geeignet erscheinenden oder geeignet gemachten Personen oder Personengruppen nicht einfach nur durch Übertragung angeheftet, sondern gleichsam in sie eingepflanzt. Dieses Konzept geht nach Bowley aber von der Fähigkeit des seelischen Organismus aus, sich, Zitat, seine eigenen Erfahrungen zu entledigen und sie nicht als die eigenen anerkennen zu müssen. Damit aber unterscheidet sich die projektive Identifizierung gravierend von den klassischen psychischen Abwehrmechanismen, die Psychoanalyse fasst, dessen Prototyp die Verdrängung darstellt. Anders als die Verdrängung, so Bolivar weiter, verschwindet durch die projektive Identifizierung ein unerträglicher Selbstanteil aus der psychischen Selbstorganisation und wird in einen anderen Menschen hineinprojiziert, dort lokalisiert und kontrolliert. Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung nennen diesen Vorgang falsche Projektion. Eine falsche Projektion, mit der das sprungbereite Innen in Äußeres versetzt und so noch, Zitat, das Vertrauteste als Feind geprägt wird oder werden kann. Zum Feind aber können nur diejenigen gemacht werden, die besonders geeignet zu sein scheinen, mit dem unbewussten Inhalt der Projektionen und damit schließlich mit dem eigenen sogenannten Bösen des Projizierenden identifiziert zu werden. Nicht? Da ist Identifikation in diesem Mechanismus. Im Kern und am Ausgangspunkt dieses Vorgangs steht also eine Identifikation zwischen Subjekt und Objekt. Denn, so Freuds entsprechende Formulierung in seinem kleinen Aufsatz, die Verneinung, Zitat, das Schlechte, das dem Ich Fremde, das Außenbefindliche, ist ihm zunächst identisch. Erst diese unbewusste Identifizierung des Objekts mit den verpönten Selbstanteilen und den dazugehörigen Affekten, also Aggression und Wut und Hass, schafft eine Verbindung, die nun ein zerstörerisches Eindringen in die als absolut feindlich empfundenen Objekte als Gegenmaßnahmen gegen die ihnen unbewusst und mehr oder weniger jetzt auch bewusst unterstellten gefährlichen Tendenzen nicht nur erlaubt, sondern geradezu erzwingt. Denn gerade weil der Projizierende mit dem Objekt seiner Projektionen partial und auf Dauer identifiziert bleibt, muss er umso mehr dessen unerbittliche Rache fürchten. Der konstruierte äußere Verfolger wird durch diese projektive Verschiebung zum Träger der eigenen zerstörerischen Hassregung. Erst durch diese unbewusste Identifizierung kann das Feindobjekt zur Inkarnation des absolut Bösen erhoben werden. Unerlässliche Bedingung für eine solche Selbststilisierung als verfolgter Verfolger mittels projektiver Identifizierung ist die durch soziale Erosionen verstärkte und politisch instrumentalisierbare Möglichkeit einer kollektiven Projektion
individueller seelischer Inhalte auf dafür geeignet erscheinende, mittels Ideologien nach dem Muster eines paranoiden Wahns gefundene Feindobjekte. Was heißt das genauer? Wie funktioniert das? Beim Individuum ist der gesamte Projektionsvorgang zunächst ein rein innerseelischer Prozess, der die Affekte entlang unbewusster Objekt- und Vorstellungsbilder gleiten lässt. Die dabei zustande kommenden und neu organisierten ökonomischen Besetzungsvorgänge sind folglich nicht als eine reale Emanation, also als eine Aussendung von seelischer Energie nach draußen zu verstehen. Der beim Individuum ursprünglich innerpsychische Mechanismus der projektiven Feindbildung ist allerdings in besonderer Weise geeignet, massenpsychologisch ausgeweitet und politisch ausgenutzt zu werden, da auch die kollektive Feindbildkonstruktion in erster Linie das veräußerlichte Resultat psychisch wirksamer ideologischer Konstruktionen darstellt. Auf den Ausgangspunkt der nationalsozialistischen Judenfeindschaft bezogen, bedeutet das für Horkheimer und Adorno vor allem eines. Auch, Zitat, der faschistische Antisemitismus muss sein Objekt gewissermaßen erst erfinden. Oder in den Worten Jean-Paul Sartres, Zitat, nicht die Erfahrung schafft den Begriff des Juden, sondern das Vorurteil fälscht die Erfahrung. Wenn es keine Juden gäbe, der Antisemit würde ihn erfinden. Daraus ergeben sich drei sozialpsychologisch relevante Schlussfolgerungen. Erstens, erst die anschließende Wiederfindung eines äußeren, vermeintlich gefährlichen Feindes, an den sich das innere Bild mitsamt seiner begleitenden Affekte, also Angst, Hass, Wut, heften kann, lässt die Projektion real werden und ermöglicht jene gewaltvorbereitende Affektumwandlung im Dienste der ursprünglich inneren Gefahrenabwehr. Und die läuft in letzter Konsequenz darauf hinaus, Angst in Grausamkeit zu verwandeln. Sobald die Möglichkeit besteht, der befürchteten Zerstörung durch Zerstörung des Angsterregenden zuvorzukommen. Das ist Notwehr, dieses Argument, das insbesondere in der Rechten immer wieder und auch beim Rechtspopulismus jetzt angeführt wird. Notwehr erlaubt eigentlich jede Gegenwehr. Zweitens, trotz einer momentan erfolgreichen Entlastung des Seelenhaushalts ist der Projektionsvorgang niemals vollständig zum Abschluss zu bringen. Denn selbst eine Vernichtung des passenden, auf dem Wege der Veräußerlichung gefundenen Feindobjekts kann die innerseelischen Quellen dieses Vorgangs und die von ihnen kontinuierlich ausgehenden, angstauslösenden Anreize für das Seelenleben nicht beseitigen. Vielleicht liegt hier eine der wichtigsten psychischen Ursachen für den unerbittlichen Hass und den fanatischen Ausrottungseifer, mit dem der vermeintliche Verfolger selbst verfolgt wird. Drittens, im Zentrum des gesamten Ablaufs der projektiven Feindbildung steht eine doppelte Wahrnehmung, eine anfänglich innere, vom Bewusstsein nicht zugelassene und verarbeitete Wahrnehmung wird gleichsam in eine äußere, zerstörungsbereiten Hass entbindende Wahrnehmung transformiert. Freud schreibt dazu, eine innere Wahrnehmung, also eine unbewusste Wahrnehmung innerer Selbstanteile, Triebwünsche, Inhalte, Tendenzen, die irgendwie einen Konflikt auslösen, die schambesetzt sind, die unangenehm sind, die als böse empfunden werden und so weiter, die nicht zugelassen werden. Also eine ursprünglich innere, unbewusste Wahrnehmung wird unterdrückt und zum Ersatz von sie kommt ihr Inhalt, nachdem er eine gewisse Entstellung erfahren hat, als Wahrnehmung von außen zum Vorschein. Nicht? Das sind alles eigentlich auch Aussagen, die wir jetzt aktuell anwenden können auf das, was wir postfaktische Wahrnehmung nennen. Nicht? Die funktioniert eigentlich genau nach diesem Muster oder nach diesem Mechanismus. Das, was dann im Außen wahrgenommen wird, erscheint als Wahrheit. In Wirklichkeit ist es nichts anderes als ein subjektives Konstrukt. Eine solche Umwandlung kann bis zum scheinbar vollständigen Austausch von Innen- und Außenwelt führen und zählt dann zu den Hauptkennzeichen einer Psychose und insbesondere, wenn die Abwehr gegen konstruierte Bedrohung im Mittelpunkt steht, zu den paranoiden Wahnkrankheiten. Freud hat die Projektion daher ursprünglich als den typischen Abwehrvorgang der Paranoia behandelt, sieht ihre Wirkung aber auch in verschiedenen kulturellen Erscheinungen wie dem Aberglauben, der Mythologie oder dem Animismus, also bestimmten äußeren Natur oder Gegenständen Leben zu verleihen
und siedelt ihre Wurzeln schließlich im normalen Seelenleben und seinen lebensgeschichtlich frühesten Äußerungsformen an. Das hatte ich ja im anderen Zusammenhang schon einmal erwähnt oder erläutert. Bei der Projektion handelt es sich demnach um einen spezifischen Wahrnehmungstypus im Umgang mit sich und der Welt, mit dem eigenen und dem Fremden. Ein Typus, der nach Auffassung Freuds, Zitat, ein regelmäßiger Anteil an unserer Einstellung zur Außenwelt zugewiesen ist. Das heißt, die menschliche Neigung, die Ursachen gewisser Sinnesempfindungen nicht, so schreibt Freud, in uns selbst zu suchen, sondern sie nach außen zu verlegen, ist für ihn ein normaler seelischer Vorgang. In gewissem Sinn, so heißt es ganz ähnlich in der Dialektik der Aufklärung, in gewissem Sinn ist alles Wahrnehmen projizieren. Wobei Horkheimer und Adorno hier eine normale, bewusste, durch Reflexion überprüfbare, im günstigsten Fall sich mimetisch der Umwelt und dem anderen ähnlich machende Projektion von einer sogenannten pathischen, einer falschen und unkorrigierbaren abgrenzen, die analog einer paranoiden Wahnerkrankung auf ein gestörtes Verhältnis zwischen Subjekt und Außenwelt verweist. Diese Störung äußert sich vor allem, Zitat, in der mangelnden Unterscheidung des Subjekts zwischen dem eigenen Anteil und dem fremden Anteil am projizierten Material. Die pathische Projektion ist folglich starr, unerbittlich und neigt zu jenem nicht aufhören können, das für Adorno nicht nur bloßes Meinen, sondern auch die latente Bereitschaft zum Losschlagen kennzeichnet. Dieses Potenzial ähnelt einer Wahnbildung, kann aber im kollektiven Maßstab erst dann manifest werden und ausbrechen, wenn es politisch gelingt, so Adorno, das im Individuum vergrabene subjektive Unheil mit dem sichtbaren Objektiven zu einer explosiven Mischung zu integrieren. Wie aber funktioniert nun beim Antisemitismus, dem Prototyp einer anschließenden realen Wiederfindung des Feindobjekts mittels Projektion und projektiver Wahrnehmung? Wie kommt der angstauslösende Eindruck der Fremdheit der Juden zustande? Und welche Rolle spielt hier der verbreitete Aberglaube an ihre, wie Adorno es formuliert hat, geheimnisvolle Andersheit? Und damit zum zweiten Punkt über die wahrnehmungspsychologischen Grundlagen des Antisemitismus. In seinem Mein Kampf beschreibt Hitler seine Erweckung vom, also jetzt sind lauter Zitate auch aus dem Buch, also das mag man ja nicht Buch nennen, also aus dem Pamphlet. In Mein Kampf beschreibt Hitler seine Erweckung vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten während seiner sogenannten Wiener Lehr- und Leidensjahre von 1908 bis 1913. Die fünf Jahre, nicht wahr? In Wien, die waren sehr prägend gewesen. Insbesondere unter dem Einfluss des damaligen sehr antisemitischen Bürgermeisters Lueger. Diese Erweckungsgeschichte ist zweifellos aus propagandistischen Gründen konstruiert, aber aufgrund der verwendeten Stilmittel der Erzählung dennoch aufschlussreich für unsere Diskussion. Hitler schildert hier ein erstes Schlüsselerlebnis, als er angeblich beginnt, mit offenen Augen durch Wien zu wandern. Als ich einmal so durch die innere Stadt strich, stieß ich plötzlich auf eine Erscheinung in langem Kaftan mit schwarzen Locken. Ist dies auch ein Jude? War mein erster Gedanke. So sahen sie freilich in Linz, wo er vorher gelebt hat, so sahen sie freilich in Linz nicht aus. Ich beobachtete den Mann verstohlen und vorsichtig, allein je länger ich in dieses fremde Gesicht starrte und forschend Zug um Zug prüfte, umso mehr wandelte sich in meinem Gehirn die erste Frage zu einer anderen Frage. Ist dies auch ein Deutscher? Diese Begegnung wird von Hitler an den Beginn seiner angeblich größten inneren Umwälzung gestellt. Sein Befremden erscheint als direktes Ergebnis seiner Wahrnehmung. In Wirklichkeit aber handelt es sich um den Versuch, die Kette von Ursache und Wirkung zu verkehren und einen für die Leser aber nachspürbaren Weg einer befreienden Erkenntnis zu konstruieren, bei dem der Einfluss seiner rassistischen Einstellungen und der in ihr verdichteten Mischung aus projektionsbereitem Affekt und demagogischem Kalkül verschleiert werden soll. Die Lektüre einschlägiger sogenannter Aufklärungsbücher über die sogenannte Judenfrage, wie er es nennt, unter anderem eben auch von Lueger,
Im Anschluss an diese erste irritierende Wahrnehmung scheint Hitler endgültig die Augen zu öffnen und er verliert jeglichen Zweifel daran, dass es sich bei den Juden nicht um, Zitat, Deutsche mit einer besonderen Konfession, sondern um ein Volk für sich handeln musste. Auf einmal, nachdem er nun beginnt, den Fokus seiner Aufmerksamkeit auf die Juden und ihr äußeres Erscheinungsbild zu lenken, sieht er Wien in einem völlig anderen Licht. Zitat, wo immer ich ging, sah ich nun Juden. Also jetzt wimmeln sie überall. Und je mehr ich sah, umso schärfer sonderten sie sich für das Auge von den anderen Menschen ab. Besonders die innere Stadt und die Bezirke nördlich des Donaukanals wimmelten von einem Volke, das schon äußerlich eine Ähnlichkeit mit den Deutschen nicht mehr besaß. Erst dieser neue Blick öffnete für Hitler angeblich das Tor zur sicheren Erkenntnis des wahren Wesens der Juden und ihrer Verantwortung an nahezu allen Übeln, von denen nicht nur das deutsche Volk und die arische Rasse, sondern die gesamte Menschheit heimgesucht werden. Als Schmarotzer und Parasiten würden sie ihre Wirtsvölker durch ihren intellektuellen Einfluss, durch ihr Kapital und die von ihnen dominierte Börse, durch Demokratie und Pazifismus, durch die moderne Kunst und selbstverständlich auch durch die Pornografie aussaugen und damit versuchen, die rassischen Grundlagen, vor allem des unterjochten deutschen Volkes, für immer zu verderben. Selbst, so steht es in Mein Kampf, selbst den Neger hätten sie zum Zwecke der Bastardisierung der weißen Rasse an den Rhein gebracht und ihm das deutsche Weib hingeworfen, während der schwarzhaarige Judenjunge stundenlang satanische Freude auf seinem Gesicht auf das ahnungslose Mädchen lauert, das er mit seinem Blut schändet. Und so weiter. Und das, so geht. Das ist ja alles bekannt gewesen, nicht? Mitte der 20er Jahre veröffentlicht und vor 33. Und man braucht es ja nur nachzulesen eigentlich, stand ja alles drin. Am Endpunkt dieser paranoiden und gleichzeitig antisemitischen und antifeministischen Erweckungsgeschichte taucht schließlich jene Überzeugung auf, die das Bild vom nationalen und völkischen Notstand perfekt abzurunden scheint. Das Konstrukt von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung. Zitat, indem ich den Juden als Führer der Sozialdemokratie, und das ist für ihn identisch mit Kommunismus und Sozialismus und so, erkannte, begann es mir wie Schuppen vor den Augen zu fallen. Ein langer innerer Seelenkampf fand damit seinen Abschluss. Die Resultate dieser durch subjektive Umdeutungen verfälschten und verfälschenden Wahrnehmungsprozesse sind resistent gegenüber neuen Erfahrungen, die sich nun kaum anders als Stereotyp in der einmal erworbenen Weise verarbeiten lassen. Zu den wichtigsten Merkmalen dieses Wahrnehmungstypus gehört die Gleichförmigkeit der wahrgenommenen Inhalte, die als vorgängig definierten Anschauungsbilder nach außen projiziert und in der Wirklichkeit lokalisiert werden, eben Projektion. Das weist auf einen allgemeingültigen Mechanismus hin, der an jeder Vorurteilsbildung beteiligt ist. So schrieb Peter Brückner 1966, Zitat, wir definieren, ehe wir sehen. Und wir sehen nicht, ehe wir definieren. Mit dieser sinnlichen Veranschauung von innen heraus, der Beeinflussung durch hohe Emotions- und Affektanteile sowie der Unkorrigierbarkeit der einmal gewonnenen Bilder und der daran entzündeten Urteile, zeigt auch dieses Wahrnehmungsmuster, ne, also auch aktuell ist das wieder im postfaktischen Zeitalter salonfähig geworden, eine deutliche Nähe zum Wahn. Und zwar auch hier, in Hitlers inszenierten Wechselspiel von Wahrnehmung und Erkenntnis zum paranoiden Verschwörungswahn. Hitlers scheinbar objektiver Blick und seine urplötzliche Erkenntnis des wahren Wesens der Juden eröffnen eine anscheinend völlig neue Sicht auf die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Der Düsseldorfer Sprachwissenschaftler Zons hat dazu geschrieben, Kraft der neu gewonnenen Einsicht kann Hitler nämlich schlagartig die gesamte Weltgeschichte auf ihr eigentliches Geschehen hin durchblicken und findet so Rassenkampf statt Klassenkampf, jüdisch-plutokratische Verschwörung statt Frieden und Völkerbund, Schacher- und Geldmacherei statt ritterlichen Kampf in den grausigen Kriegsbildern des Ersten Weltkriegs.
Wenn das alle genauso sehen würden, so die unbewusste Botschaft von Hitlers Erleuchtungsbericht, gelangten auch sie zu jener tieferen Wahrheit, die jeglicher Projektion zum Zwecke der Selbstreinigung Tür und Tor öffnet und von der Auseinandersetzung mit den eigenen Unzulänglichkeiten und denen der gesellschaftlichen Einrichtungen auf scheinbar wundersame Weise befreit. Hier handelt es nicht allein um die geschickte Propagierung einer Herrenrasse-Ideologie, in der sich alle bisher aufgeführten Elemente eines paranoiden Wahns, also dazu gehören innere Angstabwehr, projektive Feindbildkonstruktion, die unbewusste Identifizierung des Feindbildes mit den eigenen negativen Vorstellungen und Ängsten, ein nach außen gerichteter, zerstörungsbereiter Hass und so weiter, in der sich diese Elemente im widersprüchlichen Bild des Juden verdichten. Im Kern des antisemitischen Verschwörungswahns steht in erster Linie der aus Angst umgewandelte Affekt des Hasses, der auf einen einzigen Wunsch zurückgeführt werden kann. Auf den Wunsch, alles Störende, selbst das ursprünglich Ersehnte, aber nie Erreichte, aus dem Weg zu räumen. Hassgefühle können nach dieser Logik letztlich nur durch die Zerstörung des als Bedrohung konstruierten, angstauslösenden Objekts befriedigt werden. Diese objektgerichtete Destruktivität steht am Ende des Prozesses der sogenannten pathischen Projektion. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dieses Prozesses aber ist, dass die Realität der durch unbewusste Fantasien und Affekte verfälschten Wahrnehmungen entsprechend bzw. entsprechend gemacht werden muss. Also wenn sich die Wirklichkeit dem immer widerstrebt oder dem immer widerspricht, dann wird es auf die Dauer nicht leicht sein. Die auf Verführung und Ansteckung zielende Wirkung von Hitlers Erweckungsgeschichte für das breite Volk, dessen Aufnahmefähigkeit nach seiner Überzeugung, Zitat, nun einmal eine begrenzte sei, also er verachtet das Volk eigentlich, besteht in der Suggestion, wer so wahrnehme wie er, müsse zwangsläufig zur gleichen Erkenntnis kommen. Und wer so denke und urteile wie er, gelange automatisch zur gleichen, sich immer wieder bestätigenden Wahrnehmung. Der erste grundlegende Schritt zur wehrhaften Volksgemeinschaft lag in dem Versuch einer kollektiven Angleichung der Wahrnehmungsorganisation nach dem Muster einer manichäistischen Aufteilung der Welt in Gut und Böse, in Feind und Freund. Darüber habe ich ja in der Vorlesung über die Volksgemeinschaft schon berichtet. Zur Idee und zur Konstitution der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft gehört die Ausmerzung von Differenz, die nicht an sozialen Gegensätzen und Ungleichheiten, sondern am Bild des Juden als Repräsentanten des ganz anderen schlechthin festgemacht wurde. Aus diesem Grund ist die politische Wahrnehmungssteuerung so ungemein wichtig gewesen. Wahrnehmungspsychologisch gesehen ist damit aber die Möglichkeit, die Juden nicht nur als eine Minderheit, sondern als Gegenrasse, als negatives Prinzip als solches zu stigmatisieren und zu verfolgen, zwangsläufig an die Definition von Merkmalen gebunden, an denen man die Juden unverwechselbar erkennen soll. Die Wahrnehmung der Juden soll mit dem Denken über die Juden und schließlich dem Abscheu ihnen gegenüber zur Deckung gebracht werden. Und dennoch, selbst eine unauslöschliche Verknüpfung von sinnlichen Anschauungsbildern mit negativen Affekten wie Angst, Abscheu, Hass und Ekel unter rassistischen Vorzeichen scheint noch keine Garantie für das erwünschte Wahrnehmungsbild und seine Bestätigung zu bieten. So hat etwa Goebbels 1938 sein Plädoyer Juden das Betreten deutscher Wälder und, wie er schrieb, oder sagte, wegen ihrer aufreizenden Angewohnheit, sich stänkernd neben deutsche Mütter zu setzen, die Benutzung deutscher Parkbänke zu verbieten, mit der Unmöglichkeit begründet, Juden immer und überall eindeutig als Juden zu erkennen. Denn, so seine irritierende Feststellung, Zitat, es gibt Juden, die gar nicht jüdisch aussehen. Auch und gerade bei Kindern, die in besonderer Weise für die Externalisierung, Projektion und Wiedererkennung des angeblich Bösen in der Außenwelt zugänglich sind, also für diese frühen Abwehrmechanismen, auch gerade bei Kindern muss nach dieser Auffassung pädagogisch in die Wahrnehmungsorganisation eingegriffen werden, soll der erkennende Blick auf die Juden geschärft werden. So behandelt der Giftpilz, an den hohen Auflagen erscheinendes NS-Aufklärungsbuch für Kinder aus dem Stürmer Verlag, K.
kaum mehr die bereits als entschieden geltende Frage, was ein Jude, der als Einzelner eine ganze Familie, ein Dorf oder ein ganzes Volk vernichten könne, eigentlich ist, sondern hauptsächlich die, an welchen äußeren Merkmalen man ihn erkennen könne. Denn, so heißt es in dem Buch, wie die Giftpilze oft schwer von den guten Pilzen zu unterscheiden sind, so ist es oft sehr schwer, die Juden als Gauner und Verbrecher zu erkennen. Aber auch die pädagogische Unterweisung in gut aufpassen und genau hinschauen erzeugen noch keine verlässliche Sicherheit, Juden von Nichtjuden eindeutig unterscheiden zu können. Dann nicht jeder Jude über die typischen äußeren Kennzeichen seiner Rasse, sogenannte Sechsernase, wulstige Lippen, stechender Blick, krumme kurze Beine, dunkle Negerhaare, scharfer Geruch, also alles Zitate aus dem Giftpilz, verfüge. Und so heißt es schließlich ähnlich warnend wie bei Goebbels Zitat: Es kommt vor, dass mancher Jude auf den ersten Blick überhaupt nicht als Jude zu erkennen ist. Mitunter gibt es sogar, und das scheint besonders hinterhältig zu sein, mitunter gibt es sogar Juden mit blonden Haaren. Also so Ernst Thiemer, nicht? Das ist der Autor. Erst das zwischen 1938 und 1942 eingeführte umfassende Kennzeichnungssystem für alle Juden, die Markierung von Personaldokumenten, Lebensmittelkarten und Wohnungen, die Pflicht zur einheitlichen Zweitnamensgebung Israel und Sarah, die Einführung des obligatorischen gelben Judensterns und schließlich selbst die eintätowierten Häftlingsnummern schien dieses äußere Identifizierungsproblem lösen zu können. Mit diesem bürokratischen Schritt einer quasi negativen Uniformierung der Juden wird gleichzeitig psychologisch eine der letzten Voraussetzungen ihrer Ausrottung geschaffen. Die endgültige Pervertierung des mimetischen Blicks durch die reale und symbolische Dehumanisierung der Juden. Zitat: Zuerst verstanden wir nicht, warum man uns nummerierte. So heißt es im Bericht von Ruth Elias, einer Überlebenden von Auschwitz und Theresienstadt. Zitat weiter: Doch langsam fingen wir zu verstehen an. Wir sind keine Menschen mehr. Wie Vieh wurden wir in Waggons verladen und nach Auschwitz gebracht. Wie Vieh werden wir jetzt gekennzeichnet. Die Nummer bedeutet Entpersonalisierung. Die mit den antisemitischen Stereotypen von niederen Tieren oder auszurottenden Krankheitserregern bereits vorgenommene Entmenschlichung des jüdischen Feindobjekts wird mit diesem steuernden Eingriff in die konfektionierte Wahrnehmungsorganisation gleichsam vollendet. Für Adorno ist, Zitat, der gesellschaftliche Schematismus der Wahrnehmung bei den Antisemiten so geartet, dass sie die Juden überhaupt nicht als Menschen sahen. Eine derartige Dehumanisierung aber, so Adorno weiter, Zitat, enthält bereits den Schlüssel zum Pogrom. Denn die Entrüstung über begangene Grausamkeiten wird umso geringer, je unähnlicher die Betroffenen den normalen Lesern sind. Wie aber, so ist an dieser Stelle zu fragen, hängen nun Wahrnehmung und Affekt als innerseelische Auslöser der Gewaltbereitschaft von Antisemiten miteinander zusammen? Die psychischen Wurzeln der mörderischen Feindbildkonstruktion durch projektive Wahrnehmungsverzerrungen liegen, wie mehrfach betont, in einem objektgerichteten und in zerstörungsbereiten Hass umgewandelten Angstpotenzial. Wovor aber hat der Antisemit, die Antisemitin eigentlich Angst? Und ist diese Angst nicht doch ein Stück weit Realangst und damit der Niederschlag einer echten Wahrnehmung im seelischen Affekthaushalt? Ne, auch eine Diskussion, die ganz aktuell ist. Wofür haben die eigentlich Angst, die Fremdenfeinde, vor den Fremden? In erster Linie vor Jean-Paul, also besonders da, wo keine da sind, nicht Dresden zum Beispiel. Für Jean-Paul Sartre steht der Affekt der Angst als Vorstufe des Hasses im Zentrum seiner phänomenologischen Untersuchung des Antifeminismus. Der Antisemit ist für ihn auch ein, Zitat, ein Mensch, der Angst hat. Aber er hat gerade keine Angst vor den Juden, sondern vielmehr, Zitat, Angst vor sich selbst, vor seiner Willensfreiheit, seinen Instinkten, seiner Verantwortung, vor der Einsamkeit und vor jedweder Veränderung, vor der Welt und den Menschen, vor allem, außer vor den Juden. Im Grunde argumentiert Sartre hier ganz ähnlich wie Horkheimer und Adorno, wenn er als Hauptmotiv des projektiven Judenhasses die Verweigerung einer Auseinandersetzung mit den Zumutungen der gesellschaftlichen Realität anführt. Wenn es eine Realangst gibt, dann ist sie hierin verwurzelt. Zitat noch einmal Sartre: Der Antisemit fürchtet sich vor der Erkenntnis, dass die Welt schlecht sei.
Denn in diesem Fall müsste man erfinden, verbessern. Und der Mensch wäre wieder der Herr seines Schicksals mit einer beängstigenden, unaufhörlichen Verantwortung. Darum sieht er im Juden das Grundübel der Welt. Anstelle des Aushandelns sozialer Interessenkonflikte tritt die Beseitigung des Schadens, den angeblich ein böser Geist der Gesellschaft zufügt, durch die Vernichtung des Bösen und seiner Repräsentanten. Dieser Mechanismus, so noch einmal Horkheimer und Adorno, bedarf der Juden als einer aus historischen Gründen in besonderer Weise prädestinierten absoluten Projektionsfläche. Das Ziel der politisch-demagogischen Steuerung der individuellen Wahrnehmungsbereitschaft und ihre Überführung in eine kollektive ist somit die Umwandlung der möglichen Erkenntnis der gesellschaftlichen Vermitteltheit von Leiden, von Angst und so weiter in ein reflexhaftes Denken und Handeln, das scheinbar physikalischen Gesetzen gehorcht, hat sich der Hass erst einmal fast magnetisch an das Bild der Juden gebunden. Schon an der Gestalt des Juden und ihrer bloßen Wahrnehmung sollen sich automatisch Abscheu, Hass und destruktive Impulse entzünden. Am Ende dieses komplexen projektiven Wahrnehmungsvorgangs steht für Horkheimer und Adorno schließlich der Sprung von der Stigmatisierung zur Auslöschung. Zitat: Dass einer Jude heißt, wirkt als die Aufforderung, ihn zuzurichten, bis er dem Bilde gleicht. Die seelischen Wurzeln dieses zerstörerischen Prozesses liegen im Bereich des Normalen, aber die weiteren Wege und Mechanismen der antisemitischen Feindbildkonstruktion folgen dem Muster einer Pathologie. Der Hass auf Fremde bei gleichzeitiger Selbstdefinition durch die Zugehörigkeit zu einer überlegenen Rasse, Gruppe oder Nation trägt in seiner Primitivität wahnhafte Züge. Dahinter stehen diffuse Ängste und Wahrnehmungsverzerrungen, die bis zum Realitätsverlust reichen können. Das innere Bild des Fremden, das von der Psychoanalyse als unbewusste Fremdenrepräsentanz gefasst und immer in Verbindung mit den Selbstrepräsentanzen zu sehen ist, entsteht nach dem Muster eines verfolgenden, frühen und nur nach außen verlagerten, unassimilierten Introjekts. Das im Innern abgespaltene und als fremd und bedrohlich empfundene Eigene wird, wie gesehen, auf äußere Feinde projiziert und stellvertretend eben verfolgt an ihnen. Aber erst die projektive Identifizierung der ausgesuchten Opfer mit dem eigenen Hass gibt sich schließlich der Vernichtung preis. Grundlage dieses Mechanismus ist ein, auch darauf habe ich bereits hingewiesen, allgemeiner frühkindlicher Modus im Umgang mit sich und der Außenwelt, zu dessen Kern eine frühe archaische Hassbereitschaft gegenüber allen unlusterregenden Reizen gehört. Noch einmal zusammengefasst: Das Ich hasst und verabscheut mit Zerstörungsabsicht so freut alle Objekte, die ihm zur Quelle von Unlusterfahrungen werden. Auf diesem Boden findet eine frühe Aufspaltung zwischen der Verinnerlichung lustvoll erlebter Quellen und Objekte durch Introjektion und der Abstoßung jener eigenen inneren Regungen, die Anlass von Unlust werden, Projektion. Ähnlich wie Freud und auch Adorno führt Melanie Klein diesen paranoid getönten Introjektions- und Projektionsvorgang als Urform und Vorbild einer aggressiven Objektbeziehung auf eine ursprünglich normale Abwehrreaktion gegen innere und äußere Bedrohung in den frühesten Entwicklungsstadien der Subjektbildung, der sogenannten, so nennt sie das, paranoid-schizoiden Position zurück, bei der alles Gute durch Introjektion von innen zu kommen scheint und alles als böse empfundene durch Projektion nach außen abgestoßen wird. Im Verlauf der Sozialisation wird dieser primitive Mechanismus im Umgang mit inneren und äußeren Wahrnehmungen und den dahinterstehenden archaischen Ängsten in der Regel einigermaßen human verträglich abgemildert, aber nie vollständig überwunden. In Zeiten existenzieller innerer äußerer Krisen können grundsätzlich auch die sogenannten Normalen auf diese primitive Sicht von sich und der Welt zurückfallen, in der unbewusst der Glaube vorherrscht, durch Isolierung, Abspaltung, Veräußerlichung, Verfolgung und gegebenenfalls durch die Vernichtung des angstauslösenden Bedrohlichen in Sicherheit zu sein oder zu bleiben. In der Möglichkeit derartiger regressiver Rückgriffe liegt psychologisch gesehen das gefährlichste, weil im Normalen liegende psychische Potenzial. Das den wichtigsten Anknüpfungspunkt einer rassistischen Politisierung des Subjekts durch den antisemitischen Massenwahn ausmacht.
Damit komme ich zum letzten Teil. Die normalisierende Funktion eines Kollektivwahns. Und da werden Sie sehen, also wie sehr mich dann auch die Auseinandersetzung mit Ernst Simmel irgendwie beschäftigt und auch beeinflusst hat. Greifen wir die verbreitete, aber kaum systematisch überprüfte Kennzeichnung des Antisemitismus als kollektiven Wahn oder als soziale Geisteskrankheit noch einmal auf und nehmen Sie bei allen Vorbehalten und bei aller Vorsicht gegenüber einer sozialpsychologischen Anwendung ursprünglich klinischer Kategorien ernst, ergibt ein erster Vergleich mit den echten Wahnkrankheiten erstaunliche Übereinstimmung. Also von der Erscheinungsform her, von den Ausdrucksformen, den Symptomen her, gibt es Übereinstimmung mit der klinischen Paranoia. Nahezu alle Kriterien eines Wahns und insbesondere einer paranoiden Psychose lassen sich erkennen, weshalb es grundsätzlich legitim erscheint, mit den Psychoanalytikern Robert Welder und Ernst Simmel vom Antisemitismus als einer kollektiven, oder wie Simmel das formuliert, Sie erinnern sich, von einer Massenpsychose zu sprechen. Folgende Kriterien ähneln denen einer sozusagen klinischen, privaten, auffälligen Wahnkrankheit. Erstens, der Wahn entsteht in Zeiten angstauslösender innerer und äußerer Krisen und besteht in einem regressiven Rückgriff auf primitive, manichäistische Vorstellungen von Gut und Böse und auf damit verbundene archaische Abwehrmechanismen, wie Spaltungen, Introjektion und Projektion. Innerpsychische Angstquellen werden, wie wir gesehen haben, externalisiert und verfremdet. Zweitens, der Wahnkranke oder die Wahnkranke versuchen, eine tiefe narzisstische Kluft innerhalb des Subjekts und zwischen Subjekt und Außenwelt zu füllen. Sein, ihr Wahnsystem dient nach einem treffenden Ausdruck des hannoverschen Psychiaters Erich Wulff unbewusst dem Ziel, als Realitätsplombe die zerfallene Welt neu aufzubauen, um einen kompletten Zusammenbruch des Ichs zu verhindern. Das aber bedeutet nach Freud, der Wahn ist nicht die Krankheit, sondern stellt einen, wenn auch misslungenen Heilungs-, einen Restitutionsversuch dar. Drittens, mit der Wahnbildung gehen regelmäßig starke, die eigene Schwäche und dahinterliegende narzisstische Störung kompensierende Größenfantasien einher, deren wichtigste Wurzeln in frühkindlichen Allmachtsfantasien liegen. Für Freud ist es eine Tatsache, Zitat, dass ein Zusatz von Größenwahn, insbesondere bei den meisten Formen paranoischer Erkrankungen, zu konstatieren sei. Die unerlässliche Bedingung und Begleiterscheinung der megalomanen, also der Größenwahnsinnigen und der größenfantasierten Aufwertung des eigenen Selbst oder der eigenen Gruppe, aber ist die Abwertung und Ausgrenzung des als bedrohlich erlebten Fremden. Viertens, die primitive Weltsicht der vom Wahn Befallenen geht dabei mit erheblichen Wahrnehmungsstörungen einher und wird mit einer subjektiven Gewissheit erlebt, deren Kraft die von normalen Ideen oder Überzeugungen weit übertrifft. Das Wahnsystem wird zur Obsession. Fünftens, die Wahnideen bleiben weitgehend unbeeinflussbar durch Erfahrungen und unkorrigierbar durch rationale Aufklärung. Nach Robert Welder macht vor allem die Beeinträchtigung und das teilweise Versagen der Realitätsfunktion bzw. der Realitätsprüfung, das heißt der Fähigkeit, einen Gedanken auf seinen realen Gehalt hin zu prüfen und sich durch Tatsachen korrigieren zu lassen, das macht die Ähnlichkeit zwischen den Massenpsychosen und den echten klinischen Psychosen aus. Das heißt, Zitat, die Unkorrigierbarkeit scheidet den Wahn vom bloßen Irrtum. Sechstens, der Wahn tendiert dazu, sich immer stärker auszuweiten und zu einem Gedankensystem zu vervollständigen, bis er weitgehend den Charakter eines kompletten Welterklärungsmusters annimmt. Diese Tendenz fügt sich als ideologisches Mittel der rationalisierenden Herrschaftssicherung nahtlos in die Entwicklung und Struktur totalitärer Systeme. Nach der Logik des paranoiden Massenwahns geht es um die apokalyptische Bedrohung durch dämonische Kräfte, deren gigantische Verschwörung als die Triebkraft der gesamten Geschichte empfunden und dargestellt wird. Und schließlich siebtens, also der Vergleich immer noch, im Falle der Paranoia, also dem Verschwörungs- und Verfolgungswahn, gehen mit der projektiven Konstruktion des Verfolgers feindselige und gewaltbereite Hassgefühle einher. Und es kann zu signifikanten aggressiven Durchbrüchen gegenüber dem vermeintlichen Verfolger kommen. Auch hier gibt es Übereinstimmungen zum kollektiven Wahn.
Der Abwehrkampf gegen die Gruppe der dämonischen Verschwörer nimmt, wie wir gesehen haben, den Charakter eines Kreuzzugs zur Ausrottung des Bösen an. Für die Faschisten, so Adorno und Horkheimer zu Beginn der Elemente des Antisemitismus, für die Faschisten sind die Juden nicht eine Minderheit, sondern die Gegenrasse, das negative Prinzip als solches. Deswegen lässt sich Antisemitismus auch nicht ganz mit ganz normaler, in Anführungszeichen, üblicher Fremdenfeindlichkeit vergleichen, nicht, weil das Feindbild doch ein anderes ist. Einmal, Zitat, vom absolut Bösen als das absolut Böse gebrandmarkt, solle von ihrer Ausrottung das Glück einer rein arischen Welt abhängen. Sowohl der psychiatrisch auffällige Privatwahn als auch der politischen Massenwahn, so lautet die wichtigste Schlussfolgerung, dienen der Reparatur eines beschädigten individuellen und kollektiven Narzissmus und die zum Losschlagen bereiten destruktiven Neigungen dem vermeintlichen Selbstschutz. Die Verfolgung und Vernichtung des übermäßig gefährlichen Feindes erscheint als Notwehrhandlung, die die eigentliche Quelle der darin zum Ausdruck kommenden Destruktivität bis zur Unkenntlichkeit, wie wir gesehen haben, verschleiert. Aber um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, betone ich auch in dieser Vorlesung noch einmal, die objektiven Verhältnisse, die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse lassen sich nicht aus dem Seelenleben der Individuen erklären, und so warnt Adorno als einer der schärfsten Kritiker vereinfachender Psychologisierungen immer wieder davor, den Antisemitismus aus Deformationen des Einzelnen abzuleiten. Dennoch ist ein Vergleich zwischen der Paranoia und einem Massenwahn wegen der in beiden Phänomenen vorherrschenden Wege und Mechanismen der Abwehr informativ zulässig und für eine Analyse des Antisemitismus hilfreich. Auch Adorno weist immer wieder auf den Zusammenhang beider Erscheinungen hin, etwa wenn er schreibt, Zitat, von kollektiven Wahnvorstellungen wie dem Antisemitismus wird die Pathologie des Einzelnen, der psychisch der Welt nicht mehr gewachsen sich zeigt und auf ein scheinbares inneres Königreich zurückgeworfen ist, bestätigt. Selten aber wurden diese Verschränkungen und Übereinstimmungen zwischen privatem und öffentlichen Wahn und der gleichzeitigen Betonung der Grenze möglicher Anwendung klinischer Kategorien auf politische Phänomene gründlicher untersucht als in dem von mir bereits behandelten sozialistischen Arzt und Psychoanalytiker Ernst Simmel. Simmel war der Erste, betont Horkheimer in seinem 1948 erscheinenden Nachruf, Zitat, der dem Ausdruck Massenwahn eine mehr als metaphorische Bedeutung gab, indem er zeigte, dass der Rassenhass den Psychosen, besonders der Paranoia, näher steht als den Neurosen. Das Hauptthema in Simmels massenpsychologischer Antisemitismusanalyse ist die Verwandlung von gesellschaftlich induzierter Irrationalität in die Pseudorationalität normaler Zustände. Dabei werden zunächst auch von ihm die wahnhaften, in archaischen Spaltungs- und Projektionsvorgänge gebundenen Züge des Antisemitismus bestätigt. Dieses klinische Syndrom uneingeschränkter aggressiver Destruktivität im Banner eines Wahns bei vollständiger Verleugnung der Realität ist uns als Psychose wohl bekannt, und zwar als paranoide Form der Schizophrenie. Und jetzt fasse ich das nochmal zusammen, was ich da ausführlich erläutert habe über Simmel. Daraus leitet er seine erste zentrale These ab. Als Massenphänomen sei der Antisemitismus keine Massenneurose, wie etwa von Otto Fenichel angenommen, sondern vielmehr eine Massenpsychose. Bei der Massenpsychose handelt es sich um eine kollektive Paranoia, die es erlaube, Zitat, die Triebkräfte des primitiven Hasses und der Zerstörung, an dem zum absoluten Feind deklarierten Juden festzumachen und über den Weg der Projektion, der realen Verfolgung und schließlich der Vernichtung kollektiv zu entfesseln. Was aber kann diese Definition als Massenpsychose unter sozialpsychologischer Perspektive leisten und geht der ihr zugrunde liegende Vergleich mit der klassischen Psychose des Einzelnen über eine bloße Analogiebildung hinaus? Simmel spricht an vielen Stellen von der Ähnlichkeit individueller und kollektiver Regressionen, von Rückfällen auf vorsoziale, infantile Stufen, in denen die lebens- und zivilgeschichtlichen Quellen von Hass und Zerstörung lägen. Jede dieser Regressionen würde durch einen Bruch mit der traumatisch wirkenden oder aus anderen Gründen unerträglich gewordenen Realität ausgelöst. Die Flucht in den Wahn wäre somit in erster Linie immer eine Flucht vor der Realität. Daraus aber folgt auch für Simmel eindeutig,
dass die angstauslösende Ursache der Massenpsychose, des Antisemitismus, auf der Realitätsseite, das heißt in den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen liegt, die den Drang zu einer, Freud nannte das, Schiefheilung des eigenen Elends allererst hervorbringen. Bedeutet diese Parallelität zwischen privaten und kollektiven Wahn nun, dass der einzelne Antisemit ein Paranoiker ist? Simmel verneint diese Frage entschieden und kommt an dieser Stelle zu seiner zweiten Grundthese. Zitat: Der einzelne Antisemit ist kein Psychotiker, er ist normal. Erst wenn er sich einer Gruppe anschließt, wenn er zum Bestandteil einer Masse wird, verliert er gewisse Eigenschaften, die die Normalität ausmachen und trägt so dazu bei, einen Massenwahn zu erzeugen, an den sämtliche Mitglieder der Gruppe glauben. Auch diese Feststellung wird von Adorno und Horkheimer geteilt, die davon ausgehen, dass die paranoiden, zu einer massenpathologischen Vergesellschaftung führenden Bewusstseinsformen den Anschein erwecken, Zitat, als hätten die Mitglieder Angst davor, ihren Wahnsinn allein zu glauben. An der Verfolgung der kollektiven Hassobjekte stärke sich der krankhafte Zusammenhalt. Das normale Mitglied aber löst seine Paranoia durch die Teilnahme an der kollektiven ab und klammert leidenschaftlich sich an die objektivierten, kollektiv bestätigten Formen des Wahns. Erster Anschluss an eine pathologische Masse löst diese kollektiven Regressionen mit einem Anstieg feindgerichteter Hass- und Gewaltbereitschaft aus. Aber die Regression des einzelnen Mitglieds der Masse bleibt nur eine vorübergehende, die ihm im Vergleich mit dem echten Psychotiker einen wichtigen Vorteil verschafft. Sein in der Masse aufgegangenes Ich kann die subjektiv erfahrene Ohnmacht und das Gefühl des Ausgeliefertseins an undurchschaubare äußere Mächte durch die Teilnahme, die Partizipation an erlaubte und verordnete Orgien des Hasses und der Zerstörung kompensieren. Er erringt damit, so Simmel weiter, sowohl Triebfreiheit als auch die Macht über einen Teil der Wirklichkeit, die ihm fehlt. Daraus ergibt sich schließlich seine dritte Hauptthese, die eine entscheidende Differenz zwischen individueller und kollektiver Psychose festhält. Die Regression in der Masse ist kein dauerhafter Zustand, denn dieses Ich rettet sich durch Untertauchen in einer pathologischen Masse vor individueller Regression, indem es kollektiv regrediert. Die Flucht in eine Massenpsychose ist demnach, so Simmel, nicht nur die Flucht vor der Realität, sondern auch vor dem individuellen Wahnsinn. Kollektive Wahnvorstellungen nach dem Muster des Antisemitismus könnten zwar, so die Pointierung dieser These Simmels durch Adorno, den einzelnen Halbirren davor dispensieren, ein Ganzer zu werden. Man dürfe sich allerdings, so Adorno an anderer Stelle, diejenigen, die psychologisch zu totalitären Systemen neigen, nicht als Psychotiker oder als Irre vorstellen. Vielmehr bewahrt, Zitat, das kollektive Wahnsystem, dem sie sich verschreiben, nach der Einsicht Ernst Simmels, offenbar die Einzelnen vor der offenen Psychose. Der abgekapselte Wahn erlaubt ihnen in anderen Regionen nur umso realistischer sich zu verhalten. Nicht, das ist ein wichtiger Gesichtspunkt auch für das Thema der letzten Sitzung, die NS-Täterpsychologie. Aber weder Simmels Position noch Adornos Sympathien für sie können und dürfen hier missverstanden werden. Der Antisemitismus ist die rationalisierte soziale Form einer Paranoia und lässt sich nicht aus der Psychopathologie des Individuums ableiten. Im Mittelpunkt von Simmels Argumentation steht daher nicht die Genese einer echten Wahnkrankheit, sondern eine mit primitiven Abwehrmechanismen gegen elementare Ängste verbundene Wahnbereitschaft, die zum allgemeinen Bestand individueller Dispositionen gehört. Deren manipulative Erweckung und Kanalisierung durch die totalitäre Politik des NS-Regimes bedeutet also selbstverständlich nicht, dass sich klinisch gesehen alle Deutschen am Vorabend des Faschismus auf dem Weg in eine Psychose befunden hätten. Die paranoide Volksgemeinschaft ist keine massenhafte Zusammenrottung einzelner Wahnkranker. Sie wird zwar durch die Mobilisierung dieser primitiven, frühinfantilen Mechanismen erzeugt, stattet aber die an ihr mit Gewinn Partizipierenden sogar mit einer gewissen Immunität gegen die Gefahr eines Ausbruchs psychiatrisch auffälliger Krankheiten aus. Der Hass wird durch diese Form der Vergemeinschaftung im Zeichen einer totalitären Ideologie pathologisch und die Wahrnehmung, wie oben versucht aufzuzeigen, reflexhaft paranoid. Und doch kann der Durchschnittsantisemit, so Simmel weiter,
gerade durch diesen Vorgang eine relativ normale, gut angepasste Persönlichkeit bleiben. Zitat, er geht seinen Geschäften nach, sorgt für seine Familie und so weiter. Doch er hasst die Juden. Und es tut ihm gut zu wissen, dass viele seiner Freunde seine Gefühle teilen. Aus der hier angedeuteten Transformation subjektiver Ängste in eine kollektive Judenfeindschaft ergibt sich schließlich für eine Analyse der nationalsozialistischen Logik der Vernichtung, ist der Antisemitismus erst einmal zu einer Massenpsychose geworden, erlaubt die akzeptierte Freisetzung des ihm innewohnenden Verfolgungs- und Vernichtungspotenzials eine Beteiligung des Einzelnen an Grausamkeiten in einem Ausmaß, dass selbst extreme Gewaltformen mancher Krimineller und Psychotiker harmlos erscheinen lässt. Und zwar ohne, dass der einzelne Massenmörder dabei selbst als kriminell gilt oder einer Psychose verfällt. Erst dieser normalisierende Effekt eines kollektiven Wahns macht den Ausbruch eines als völkische Rettungs- und Notwehraktion ausgegebenen Destruktionspotenzials massenpsychologisch möglich. Zitat noch einmal Horkheimer Adorno. Ist alles Grauen der zivilisatorisch erlegten Vorzeit durch Projektion auf die Juden als rationales Interesse rehabilitiert, so gibt es kein Halten mehr. Es kann real vollstreckt werden. Und die Vollstreckung des Bösen übertrifft noch den bösen Inhalt der Projektion. Der echte Wahnkranke aber, und das macht einen Hauptunterschied zum Antisemiten aus, hat kaum eine selbstverantwortete Alternative. Dem gewöhnlichen Paranoiker steht für Adorno und Horkheimer die Wahl des feindlichen Objekts seiner Projektionen nicht frei, denn sie gehorcht den Gesetzen seiner Krankheit. Die kollektive Instrumentalisierung des Antisemitismus zur Erzeugung einer kriegs- und vernichtungsbereiten, zumindest aber Krieg und Vernichtung tolerierenden völkischen Gemeinschaft ist hingegen ein Prozess, in dem der Mechanismus der pathischen Projektion von der Politik systematisch eingesetzt wird. Das heißt, das Objekt der Krankheit wird realitätsgerecht bestimmt und das Warnsystem, so Adorno Horkheimer, zur vernünftigen Norm in der Welt. Kleiner Einschub oder kleine Anmerkung. Wie viel komplexer, aber genauer ist diese Erkenntnis im Vergleich mit der banalen und exkulpierenden These Harald Welzers, die NS-Täter konnten als eine Art Sozialingenieure ihr Geschäft des Tötens munter wie eine normale Arbeit betreiben, weil sich der äußere Referenzrahmen, die neue Welt der NS-Moral, verschoben und sie nun an diesen neuen Rahmen angepasst ihrer Tätigkeit einen neuen Sinn verliehen hat. Eine Sicht, die den Massenmord nur immanent aus der damaligen Zeit verstehen lässt und sich vor Welzer folglich eine nachträglich moralische Verurteilung aus heutigem, inzwischen erneut verschobenem moralischen Referenzrahmen verbietet. Damit zurück zu den Ausführungen. Das Morden der Nazis geschah im Zeichen einer undefinierten Normalität, in der der Wahn und das Böse vom Charakter des Abweichenden befreit nun zum Gebotenen und schließlich zur alltäglichen Gewohnheit wurde. Die komplexe Verbreitung und weitverzweigte Organisation eines kühl kalkulierten Massenmords, schreibt Jürgen Habermas, in den Hunderttausende indirekt ein ganzes Volk verwickelt waren, hat sich ja im Schein der Normalität vollzogen. War auf die Normalität eines hochzivilisierten gesellschaftlichen Verkehrs geradezu angewiesen. Und so endet sein Zitat: Das Ungeheuerliche ist geschehen, ohne den ruhigen Atemzug des Alltags zu unterbrechen. Das aber bedeutet auch, das Absinken in die Barbarei ist faktisch weder ein kollektiver Rückfall in vorzivilisierte Zeiten, noch, wie durch Simmels Grundannahme einer ursprünglichen Triebwelt voll ungehemmter Zerstörungslust suggeriert, noch eine pathologische Regression des Individuums auf eine primitive, vor- und antisoziale Stufe seiner Persönlichkeitsentwicklung, sondern vielmehr die Mobilisierung eines wahnhaften, zum human, spezifisch und gesellschaftlich normalen, zählenden Potenzials früher archaischer Abwehrmechanismen, also Spaltung, Isolation, Introjektion, Projektion, projektive Identifizierung. In dieser nur scheinbar paradoxen Bewegung zwischen Normalität und Wahn im Spannungsfeld von Individuum, Politik und Gesellschaft liegt vermutlich einer der Hauptgründe für Adorno, den dafür verantwortlichen psychosozialen Mechanismus als pathisch und gerade nicht als pathologisch zu bezeichnen. Also auch hier irrt übrigens Welzer nicht der Adorno Psychologisierung oder Psychopathologisierung vorwirft, weil er den Begriff pathisch verwendet. Der hat nicht verstanden, was das bedeutet.
Der Osteopathisch verweist zwar auch auf den subjektiven Zustand eines allgemeinen Leidens in und an der Gesellschaft, ist aber eher im Sinne von Freuds Unbehagen in der Kultur als nach den Kriterien der psychiatrischen Krankheitslehre zu verstehen. Adornos häufige Verwendung des Adjektivs, also er benutzt es, wenn man das Stichwort eingibt, bei den gesammelten Werken in der Suchfunktion, ich glaube 76 oder 80 Mal oder so, pathische Dummheit taucht auf, pathischer Narzissmus, pathische Meinung, pathischer Nationalismus, aber erklärt es nirgends. Nicht das Wort, wie er das verwendet. Das wurzelt vermutlich seine Verwendung in seiner Rezeption der aristotelischen Wirkungsästhetik der Tragödie. Pathisch bezieht sich hier auf Leidenschaftlichkeit und einen Überschwang von Affekten, besonders Furcht und Mitleid, deren künstliche Erweckung und dramaturgische Inszenierung letztendlich zu einer reinigenden Befreiung von ihnen führen soll. Das ist die Ursprungsidee der Katharsis, nicht in der aristotelischen Theaterpädagogik. Als pathisch bezeichnet Adorno jene zeitgemäße Krankheit der Normalen, die das herrschende Allgemeine immer wieder mit den typischen Erscheinungsformen eines Ausfalls der Reflexion sowie einer damit einhergehenden Kälte und Affektlosigkeit im Umgang miteinander hervorbringe. Pathische Gesundheit ist für Adorno ein, Zitat, ein zur Norm erhobener Infantilismus in der von der Kulturindustrie geprägten modernen Gesellschaft, der aber im Extremfall einer totalisierenden politischen Vereinnahmung zu einer vorübergehenden Reinigung von Affekten sowie durch ihre Transformation in scheinbare Gefühlskälte als auch durch ihre Entfesselung auf der Basis eines aggressiven Wahns geführt werden kann. Es sind nicht einfach nur die rationalen Sachwalter des Todes und des Massenmordes gewesen. Affektneutral, ohne Leidenschaft, ohne Antisemitismus. Die psychischen Wurzeln dieses Potenzials liegen somit zwar in dem hier aufgezeigten archaischen Modus des Umgangs mit sich und der Welt, seine kollektive Entfaltung ist aber unabdingbar an die politische Steuerung der gesellschaftlich ausgelösten und durch Krisen verstärkten Verzerrungen dieses unbewusst sedimentierten Musters innerer und äußerer Wahrnehmungsbereitschaft gebunden. Immer wieder insistiert Adorno darauf, dass die psychologische Dimension dieses Phänomens, Zitat, von der historisch-sozialen nicht bündig zu scheiden ist und meint damit, spezifische gesellschaftliche Konstellationen begünstigen selektiv die Bildung ihnen gemäßer psychologischer Syndrome oder bringen sie wenigstens ans Licht. Wobei in Zeiten drohender Katastrophe, wie hier genauer aufgezeigt werden sollte, insbesondere paranoide Züge mobilisiert werden und sich dann in die Normalität des Alltagsbewusstseins eingraben können. Der rassistische Antisemitismus war der Kern, das absolute Zentrum der NS-Ideologie und erfüllte als Staatsdoktrin eine Hauptrolle bei dieser Mobilisierung. Entscheidend ist dabei in erster Linie nicht die tatsächliche Anzahl fanatischer oder gewaltbereiter Antisemiten, sondern die politische Instrumentalisierung der identitätsstiftenden und loyalitätserzeugenden Funktion des Antisemitismus als Prototyp einer wahnhaften Realitätsverkennung mit massenpathologischer Wirkmöglichkeit. Die allgemeine Pervertierung der Wahrnehmung nach dem Muster der pathischen Projektion gehört zu den wichtigsten subjektiven Voraussetzungen einer kollektiv entfesselten und in die Tat umgesetzten Unmenschlichkeit. Angesichts eines durch verschärfte ökonomische Krisen und soziale und politische Erosion mit Sicherheit weiter anwachsenden Angstpotenzials sowie unter Berücksichtigung der Persistenz antijüdischer Einstellungen und Ressentiments kann es daher allein unter Hinweis auf eine funktionierende demokratische Gesellschaft keine Entwarnung geben. Bei der Bekämpfung des Antisemitismus in der Gegenwart geht es folglich nicht um die falsche Alternative zwischen entweder totalitärem Wahn oder demokratischer Normalität, sondern um den Kampf für einen nicht-pathischen Umgang mit angstauslösenden gesellschaftlichen Zerfalls- und Transformationsprozessen. Diese Schlussfolgerung ist angesichts des beunruhigenden Vordringens des Rechtspopulismus von einer erschreckenden Aktualität. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.